Hier unter der Erde auf dem ehemaligen Kaserngelände in Kolbruck schlummern sie noch. Bunker. Von vielen Schutzräumen sind 12 übrig geblieben. 6 davon gehören heute der Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau. Die Passauer Neue Presse bekam einen exklusiven Einblick in einen der ehemaligen Bunker. Arthur Hoffmann von der Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau kennt die Schutzräume gut. 12 Jahre war er Soldat, 4 davon war er in Kolbruck stationiert. So, wir haben jetzt kurz vor dem Eingang zum Bunker. Man sieht da noch die große Verriegelungstür mit den nicht mehr so tauglichen Gummis, die außen rum haben. Der Abgang jetzt vom Gebäude ist noch damals von der Bundeswehr gekennzeichnet worden mit Phosphorfarbe, die in der Nacht erbleicht hat. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Bunker. Hinein geht es in einen kleinen Raum. Als erstes fällt die noch vorhandene Sitzmöglichkeit auf. Ähnlich wie früher bei der Eisenbahn, mit Gepäcknetz oben, wo die Ausrüstung abgelegt worden ist. Und da auf der rechten Seite sieht man die ganzen Gewehrständer, die da montiert sind, wo die Gewehre abgelegt worden sind. In der ehemaligen Schlafunterkunft befinden sich auch noch die Feldbetten. Es waren 24 Betten vorhanden. Man hat dann herin, wenn es länger gedauert hätte, dann im Wechsel geruht und die anderen draußen bei den Eisenbahnwaggons quasi die Wachzeit gehabt. Und so ist das Leben da herin abgelaufen. Man hat jetzt aber nicht, oder die Übungen haben nicht so lange gedauert, dass wir herin einmal verpflegen hätten müssen. Bis zu 30 Personen hatten im Bunker Platz, samt Waffen und Ausrüstungen. Arthur Hoffmann erlebte als Soldat nur Übungen im Bunker. Positiv sind daher die meisten Erinnerungen an die vergangene Zeit. Wenn man in den Raum wieder reinkommt, weil man da doch ab und zu ein paar Stunden verbracht hat, mit seinen Kameraden, und zwar, weil es auch nur Übung war, auch großteils lustig. Zum anderen, ja, es war eng, es war sehr schwierig manchmal auch mit den Leuten zum Aushalten. Und ab und zu auch ein mulmiges Gefühl, weil man nicht gewusst hat, wie lange sitzt man herum, weil das ist einem nie gesagt worden. Funktionsfähig sind die Bunker in Kolbruck nicht mehr. Dazu fehlt die Wasser- und Stromversorgung. Außerdem müssten die Filter und Dichtungen erneuert werden. Denn so richtig hat sich in den vergangenen 30 Jahren niemand mehr für die Bunker interessiert.